Sie haben Waffen und benutzen sie auch. Reichsbürger. 309 gibt es mittlerweile in Schleswig-Holstein. Und er wollte etwas gegen die Reichsbürger tun, sie entwaffnen. Und er war sich sicher, dass er etwas Gutes tut. Innenminister Hans-Joachim Grote stellte hier Ende August seinen Reichsbürgererlass vor. Doch was sein Innenministerium bekommt, ist nicht nur Applaus, sondern auch Kritik vom unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz. Der Erlass ist da sehr unscharf. Ich kann daraus nicht erkennen, wo Daten gespeichert sind, in welcher Form sie gespeichert sind und vor allen Dingen auch, wie lange und ob man darüber Informationen bekommt. Der Erlass sieht vor, dass alle Erkenntnisse zu Reichsbürgern an die örtliche Polizei und das Ministerium weitergegeben werden sollen. 109 Hinweise auf Reichsbürger sind seitdem eingegangen. Einige haben möglicherweise sogar waffenrechtliche Erlaubnisse. Diese Hinweise werden derzeit vom Ministerium überprüft. Eigentlich ein Erfolg für den Innenminister. Datenschützerin Hansen kritisiert aber, dass auch unbescholtene Bürger in den Fokus geraten könnten und das Ministerium keine Anleitung zum Umgang mit den Daten erstellt hat. Eine sogenannte Dokumentation, in der Speicherfristen und Informationspflichten geregelt sind. Dies sei bei sogenannten automatisierten Verfahren notwendig. Sobald ein Stückchen Technik dabei ist, Textverarbeitung zum Beispiel oder E-Mail, ist es ein automatisiertes Verfahren. Gerade in Zeiten von E-Akte wundert es mich, wenn hier tatsächlich gar nicht automatisiert Daten verarbeitet werden würden. Aus Sicht des Ministeriums ist in diesem Fall, weil es sich nicht um ein automatisiertes Verfahren handelt, eben keine Verfahrensdokumentation erforderlich und auch nicht praktikabel, weil auf so vielen unterschiedlichen Wegen diese Hinweise das Ministerium erreichen oder die Ordnungsbehörden insgesamt, dass das faktisch nicht möglich ist. Im Gesetzestext heißt es wörtlich: Automatisierte Verfahren sind Arbeitsabläufe mit Hilfe von informationstechnischen Geräten, Programmen und automatisierten Dateien. Man hätte vielleicht tatsächlich nur Papier in den Akten und das ist wahrscheinlich sehr unhandlich, wenn man zum Beispiel testen möchte, habe ich denjenigen schon erfasst oder nicht. Aber kann ja sein, dass das Innenministerium so arbeitet. Der Streit um den gut gemeinten Erlass geht weiter. Das Innenministerium bekommt schon bald wieder Post vom unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz mit der Bitte um Klärung der offenen Fragen.